Ja, hallo und willkommen zur vierten Folge von Lara Croft and the Temple of Osiris. Ja, dann starten wir doch direkt. Genau, direkt Labern wir gar los. nicht weiter, gehen wieder oben Quatsch nicht links in so die Ecke viel. und wieder auf den falschen Bildschirm geguckt. Weiter. Weiter. Ja, wir haben jetzt zuletzt Wir das haben dieses böse tolle Rätsel Rätsel gemacht. hier, ich zeig nochmal kurz. Und Mit geht. den tollen Sp Oh, okay, Punkte. Wir brauchen die Magnums. Ich So. glaube, die kriege ich nicht mehr. Du musst ja tolle Schritte machen, Du ne? hast 3000. Ich bin so gut für dich. Oh, ich habe 30.000. Ja, 30.000. Haha! Ich habe Du hast eine 18.000. Null mehr. Oh, du musst ja Schritte machen. Achso. Hier haben wir einen Heilpunkt. Punkte So, und hier ein bisschen Punkte. ich bin dazu angehalten worden, uns zu entschuldigen, dass die zweite Folge asynchron war. Ja, Synchron war. es ist ein bisschen mit dem Programm ein bisschen schlecht gelaufen. Wir müssen es dann noch so ein bisschen einspielen, aber wir haben, glaube ich, jetzt so langsam den Dreh raus. Genau. Wir hoffen, dass die nächsten Folgen halt synchron verlaufen. Genau. Overtakes. Dass es auch generell ohne Probleme läuft, weil das ist noch ein bisschen schwierig. Wir sind dann noch recht Anfänger. Irgendwo dort vorne. Wir Kann müssen man vorsichtig rüber? sein. Ah, da ist noch eine Maske. Ach da, oh, gut gesehen. Du musst. Ja, eine haben wir schon und ich Muss ich glaube. abseilen. Ich sei eine Ägypterin. Achso, das bin ich wieder andersrum. Du musst da runterspringen. Ich? Achso, dann muss ich da runterspringen. Gehe ich das? Achso, ich dachte, du Ja, müsstest das. ich Okay. muss dich abseilen. Ich verstehe, ich müsste mich abseilen. Und was kommt? Oh. Nein, das ist bestimmt Abysses, Pepsi? Nee. Wir müssen jetzt mit Sonnen. Seht euch die Nee, ich glaube, die kann bestimmt Feuer sprühen. Ja, und ich laufe voll durch. Ja, komm, hier schieß auf den. Ah, nee, Skarabäus war nicht die Gegner. Ach, guck mal hier vom Spiegel. Von dem Spiegel raus. Ah, Musst du ja. diese Kugel hier zerstören, kann das Stimmt, sein? ja. Okay, warte, kann ich. Ja, okay. Was ist denn die Kugel hier? Du musst, glaube ich, das mit ja. den Zweig gucken. Man muss Aua! Hier auf den Spiegel stellen. Ach, das sind so zwei! Durchschießen. Von der unteren. Ne, du musst hinter der anderen stehen. Du musst direkt beide treffen. Also, ich bin gerade verwirrt. Ich bin tot. Hier, von hier. Ja. Dadurch auf den Spiegel. Ach, okay. Über die Ja, ja. Bin ich wieder da? Jetzt bist du Habe ich mein Leben aufgebraucht. So, warte, ich stell mich drauf. Oh, warte, ich muss mich ausbrechen. Okay, ich stell mich drauf. Feuerball. Ach, das ist ein Schwanz. Also, da ist einer mit Schild. Da ist einer mit Feuer. Toll. Hier sind drei mit Schild. Schieß! Ich schieße! Nein, nicht. Das Viech soll schießen. Achso. Das ist doch eine der Herausforderungen. Achso, was soll die Typ Also mit ich. Schild? Also gehe ich von aus. Ich stelle mich mal hier so zwischen. So. Ja, einer ist hingefallen. Also auf jeden Fall uns beiden schießt der Scheiß nicht. Oh ja, Volltreffer! Aber so das ist kein Feedback, so. Ach, guck mal, das sind Kugeln. Aber Ach! Ja. So, da ist die Kugel drauf. Ja. Eigentlich mal kurz, ich fahre ein bisschen. Fallen wir mal da oben noch hin. Ach, das ist Skarabäus. Macht er die kaputt an hier? Ja, und die da drauf. Ah, Mist, ich sterbe. Boah. Das ist ein Heilpack. Ja. So. Die da drauf. Und dann musst du von hier, glaube ich, anfangen. Ja, warte, erstmal muss ich diese. Guck nicht so. Ey, die rollt da runter. Was ist denn das hier? In die Mitte. Blöde Schwerkraft. Da oben muss noch eine hin. Ja, warte. Ich muss gerade ein bisschen verziehen. Jetzt. Jetzt kriegst du nicht mehr so schön hin. Ach, oh, ja. Finde. Ich laufe nur mal hier hin. Ja. Kann da nicht starten. Du hast was, 50.000. Oh, geil. Ich darf nicht sterben. Ich bin ja da. Dann würde ich sagen, gleich und letztens lass mir den Kohle rüber. Ja, ja. Ich bin schon wieder voll in die. Mann, bitte runter. Warte, warte, warte. Nein! Ja, komm! Ja, und bam! Das müssen wir jetzt noch einmal machen? Ich mach! Oh oh! Das geht jetzt vielleicht nicht schon mal? Hilfe! Ja, egal. Wow! Das Interessante ist eh die Magnum. Oh, okay, jetzt hilft sich zu mir.
Boah, der hält aber auch. Ordentlich was aus. Aua. Ich verliere mich die ganze Zeit. Jetzt. Ach Mist, ich wollte ja gar nicht. Nimm mal, hier ist die noch Welt. Nee. Okay. Da sind wieder. Die Dinger sind ja noch drauf. Zwei. Nein! Ach, ne, da oben, das sind nur zwei, oder? Ah ne, drei. Oh, wie erreiche ich den denn? Wahrscheinlich. Bitte. Geh mal drauf. Nein, ich bin schon so. Aber kann ich die. Wie kann. Ach, Mist. Ich weiß wie. Ja? Versuch jetzt nochmal. Warte, ich bin schon wieder tot. Achso. Ich bin so darauf gedacht, was du machst, um zu gucken. Soll ich wieder von derselben Scheibe schießen? Wohl, nee, du musst von der anderen Seite schießen. Oh, das ist ein Gegner. Achso, ach, okay. Jetzt. Ah, ja, so tot. Gut. Dann sammel jetzt das Geld ein. Kohle, Kohle, Kohle. Schuppen. Ja, Schuppen. Gucken, reicht das 55? Na, das könnte aber reichen. Ja, das reicht. Geil, dann nimm den Rest. Oh, hier ist ein Schädel. Ja. 3 von 5. Du hast dann noch viel Geld, ja. So. Und dann kriegen wir jetzt wahrscheinlich den Fuß. Ich würde jetzt einfach mal raten, den Fuß. Nein, NLV sind wir so, yeah. Nennt mich. Wo kommt eigentlich der Wind her? Warum immer schlagen? Warum immer schlagen? Das so sehen die auch schon wieder nicht. Das ist eher so ein Indiana Jones Spruch. Warum immer schlagen? Schlangen. Ach, Schlangen! Ach ja, ich hab verstanden, warum immer schlagen. Das hat einfach für mich mehr Sinn gemacht. Guck mal, wo kommt denn der Windhauch her? Und warum meine Haare? Warum meine Haare nicht? Deine sind unnütz. So, ja, Tatsache, die 50.000, das haben wir nicht geschafft. Besiege in weniger als 3, aber auch nicht. Besiege ein großes Schildskelett mit. Ah, das war dieses feuerbrennende Ding da. Das haben wir nicht geschafft. Warum wird es gerade dunkel? Das ist diese Lampe, aber man sieht uns ja noch, ja. Ich könnte jetzt auch aufstehen und das anmachen nachher. Düster. Ich versuche mal kurz. Komm mal ein bisschen. Oh Gott. Naja, das muss jetzt erstmal so reichen. Das ist ein kleines Handicap. So dass man uns auch noch ein bisschen sieht. Du willst die große Truhe schon jetzt haben. Ja. Ich hab die letzte gehabt. Hast du? Ja, ich hab die erste so gesehen gehabt. Oh, kannst du gar nicht öffnen. Ich bin zu arm. Ich auch, oder? Ja, ich auch. Ja, naja, dann machen wir nichts. Aber hier ist noch ein bisschen Geld. Oh, ich benutze immer die Schrotflinte, obwohl ich das nur nicht von der Lage. Ich werde so krass geblendet. Boah, diese, ich hab grad gesehen, diese Kupferfarbenen, die geben auch nur ein Juwel. Echt? Die goldenen geben 5. Okay. Hm. Will ich die Dinger jetzt hier, öffnen? Apropos Kacknoten, was du vorhin gesagt hast. Wie kommst du jetzt da drauf? Weiß ich nicht, weil ich wollte es nicht im Bosskampf ansprechen. hast du schon mal ein MOBA gespielt? Ehrlich gesagt, ich hab's gespielt, aber irgendwie ist es absolut nicht meins. Welches? Also ich hab LOL. LOL und Dota habe ich auch ausprobiert. Ich weiß nicht, irgendwie ist es mir auf Dauer zu monoton. Ich werde jetzt wahrscheinlich übelst geflamed von den ganzen LOL-Fetischisten hier. Aber ich habe ja irgendwie meine Hoffnung so in Heroes of the Storm gelegt, dass mich das ein bisschen mehr reizt wegen dem Blizzard-Universum. Ich werde es auch ausprobieren, aber ich kann nichts versprechen. Ich habe irgendwie mit Dota habe ich nur eine Zeit lang gespielt, aber es geht ja nicht. Also du wirst ja übelst beleidigt. Ja, das habe ich auch schon so mitbekommen, dass man da einfach so zu Tode geflankt wird. Aber hallo, das ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob da nur Kiddy spielen oder die alle so ein bisschen. Das ist generell sehr jung. Wo müssen wir überhaupt hin? Achso, der zeigt doch hier. Wir müssen wieder zurück und die zweite High Five dahin bringen. Ja. Also Heroes of Stormage finde ich so vom Spiel her super. Gefällt mir auch. Oh, guck mal, warte. Ein bisschen besser als Dota. Das ist nicht schon mal. Ja, das ist
Selbe Stelle. Gefällt mir ein bisschen besser als Dota. Das ist aber wieder eine starke Geschmacksfrage. Es ist halt anfängerfreundlicher, finde ich. Ja, und ich denke mal, wer eh so ein bisschen verliebt ins Blizzard-Universum ist, total, der findet das eh schon geil. Aber es ist halt die gleiche Community. Also ich habe am Anfang gehofft, aber das ist ja eigentlich auch unrealistisch, dass sich das ändern wird. Wobei, ich habe so mitbekommen, bei Dota und bei LoL gibt es ja so Items, die du dann für Gold kaufst, um so ein bisschen Individualisierung reinzubringen in die Charaktere. Und viele kommen an mit, ja, das kannst du ja bei Heroes of the Storm gar nicht. Wobei ich da sagen muss, dafür kannst du verschiedene Talente skillen, während du hochlevelst, was du ja bei den anderen Spielen ja nicht hast. Doch. Ja, aber ich sag mal, da gibt es ja so, willst du lieber auf mehr Schaden gehen oder willst du mehr aushalten oder so? Bei Dota hast du da schon gute, also ist auch schon, da ist das komplexer sogar. Auch das mit den Items, das fehlt zum Beispiel bei Heroes of the Storm Match total. Da gibt es auch richtige Fiedeln und Tutorials, welche Items in welchem Charakter. Und das ist schon eine Wissenschaft für sich. Und deswegen ist es einfach einsteigerfreundlich, weil es einfach das nicht in Heroes of the Storm Match gibt. Ich denke mal, ausprobieren auf jeden Fall. Vielleicht werden wir mal was auf dem Kanal zeigen. Ja. Aber ich denke mal, ja. Es ist halt. Es ist auch so ein Spiel, da können wir einfach mal Runden spielen. Und was? Ja, und uns vollkommen gesagt, blamieren und uns das beleidigen lassen, dass wir kacken. Zum Beispiel, boah, das ist, was ich da bei Dota hast, halt wirklich mehr dieses. Du kannst halt so kleinere Beträge, kannst auch größere Beträge machen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber hier ist auf Story ist schon ziemlich krass, wie teuer so ein Kostüm ist. Du zahlst schon mal 10 Euro für so ein Kostüm. Kann man das eigentlich so im Laufe der Zeit freispielen oder musst du die Sachen kaufen? Ich spiele jetzt die Closed Beta und da ist das. Was muss man hier machen? Ich weiß es gerade. Ich habe das Ding gedreht und es kam Geld raus. Dann hast du es richtig gemacht. Ich kann es immer noch drehen. Ich weiß aber nicht. Also hier hakt er sich fest. Und hier hakt er sich wahrscheinlich auch fest. Wäre zum Schreiner so und banne die Dunkelheit. Ach, ich glaube, wir müssen das einmal umdrehen und wieder raus. Ah, okay. Weil banne die Dunkelheit, würde ich sagen, dann ist das Sonne. Das wäre nicht. Genau. So, jetzt ist hier eingehakt. Die hat sich hier nicht geöffnet, oder? Ist hier nicht so. Nee, ich glaube, wir müssen einfach raus. Ja, okay. Das hier scheint übrigens so eine Kältezone zu sein. Eine Kältezone. Die tote Menschen. Mist. Und, ja, was soll ich sagen, mal hier ist was dumm. Du kannst. Hast du gerade gefragt, ob man die Sachen freischalten kann? Ja. Ob man alles kaufen muss oder ob man. Du kannst die Helden alle durch Ingame-Währung freispielen. Du hast so ein LoL-System, du hast irgendwie 5 Helden, die hast du im Wochenzyklus, werden 5 Stück freigeschaltet und dann wieder. Wenn du sie kaufst, sind die natürlich immer freigeschaltet und du kannst sie aber auch kaufen. Und, aber so die ganzen, du kannst nur, glaube ich, 1 oder 2 Klamotten von den Charakteren bisher mit Ingame-Währung. Der Rest ist alles echt Geld. Das ist halt arschteuer. Also das finde ich gut. Ich finde, man sollte alles auch freispielen können. Ja, das, aber das ist halt diese typische, ja. Genau. Aber es gibt halt auch gute. Es gibt gute Spiele, aber viele setzen das einfach nicht so. Ich finde, Dota macht das halt schon gut. Fehlt gut, ja. Aber das ist halt die Community scheiße. Solange es kein Pay to Win ist, ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Was ist denn? Ah! Lieblings-Pay to Win-Spiel. Ich hatte damals das Spiel gespielt. Das hieß erst War Z. Ja, War Z. Dann Infected, oder? Infestation. Oh. Ja, sowas. Ja. Und ich hatte das damals geholt. Ich glaube auch Early Access. Und das war ja der größte Fehlkauf, den man sich machen konnte. Vor allem, dass die. Typen, die es entwickelt hat, einfach mega arschig waren und das nicht zu Ende entwickelt haben, was sie versprochen haben, ein aktives Quest-System, wo Spieler Quests aufgeben können, das gibt's nicht. Das muss Sobex Kammer. Das ist auch von dem, was du das kaufen kannst, du kannst ja alles kaufen für Geld. Du konntest Waffen kaufen, also du wurdest da auch in einer Tour totgeschlagen. Das war auch eins, was in einen eigenen Channel hatte, war das auch eins, was ich gespielt habe. Und hatte ihm, das würde ich auch gerne eigentlich doch nochmal machen, nochmal aufleben lassen. Da habe ich das Spiel gespielt und hatte gleichzeitig, das ist alleine echt scheiße, er hatte in der einen Hand den Zombie Survival Guide und habe dann immer Stellen raus vorgelesen. Du müsste einer spielen, am besten einer Zombie spielen. Genau, und einer muss vorlesen. Und der eine liest vor. Das würde ich gerne wieder machen. Man kann ja auch mal so reinschreiben von wegen, was für ein Zombie-Spiel findet ihr geil und sollten wir spielen.
Vielleicht kann man sich da so ein paar Ideen holen. Es gibt einfach viel zu viele. Kein Walking Dead. Zombie-Spiele. So was wie Dead Island oder Dying Light. Würde ich davon weggehen, wenn. Ja. Dieses Jahr, was ist denn noch angekündigt? Also Dead Island 2. Ja, und ja. Also gute, nicht so. Muss man hier ins Wasser ab. Ja, ich glaube, wir müssen durch die linke Tür. Was gab's denn noch an Zombie-Spielen? Ja, das sind jetzt die alten angekündigt. Left 4 Dead, für Left 4 Dead habe ich super gerne gespielt. Ich auch. Also, das ist eins der besten. Auch so die Zombie-Spiel-Modi, wo du ein Zombie spielst gegen eine Gruppe von Überlebenden. Ja, ich habe eigentlich immer am liebsten die Zombies gespielt. Ja, ich auch. Och, hier gibt es ja gar nicht so viel. Riesige Kepri, weniger als 5 Minuten Megaschrotflinte, weiche allen herabstürzenden Meteoriten aus, maximale Gesundheit erhöht und weiche allen Lavarissen auf Kepris Ball aus. Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Okay, ich kann glaube ich jetzt spoilern, wir bekommen hier überhaupt nichts. Also es scheint kein langes Level zu sein oder es ist nur so ein Bossfight. Ich glaube, es ist ein Bossfight. Ich habe nur mitbekommen, die haben vorhin darüber geredet, dass wir einen Gott töten müssen. Okay, töten wir einen Gott. Das ist ein bisschen Kratos hier. Ne? Oh, das ist der... Nein! Sag mir nicht, der rollt hier. Ach du Scheiße! Ach, hat er nicht vorhin von einem Käfer gesprochen, der sein Dung... nee, das war glaube ich ein Vergleich. Der hatte vorhin irgendwas von diesem Käfer. Ja, nee, ich glaube, das war ein Vergleich. Okay, wir dürfen von nichts getroffen werden und ihn in 3 Minuten erledigen. Ich bin getroffen worden. Ich glaube, wir dürfen uns diese Lava-Dinger. Also ich glaube, da jetzt auf die Hände leuchten, sollten wir auf die Hände schießen. Oder? Ach, oder muss ich mit... Achso, du meinst... Ich glaube, oder? Ja! Ich muss mit meinem Ding hier... Ach, da. Wo ist denn Charme? Ich glaube, ich war zu langsam. Wir müssen, glaube ich, warten, bis die so rot leuchten. Ah, jetzt zum Beispiel, so, und dann... Ach so. Und dann da aufs Herz, guck mal. Ja. Machen wir beide Schaden? Ich dachte, das wäre wie so eine Kugel. Zum Glück rollt sich das Scheißding. Ich hab gedacht, das rollt und wir müssen da hinterher. Ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, machen wir wenig Schaden. Ja, ich glaube, mein Stab ist zu schwach. Mist. Wieder. Scheiße, ich bin, glaube ich, in diesem Fall gelaufen. Na ja. Naja, töten wir es. Ich hab gerade nur meine Pistole noch. Echt? Ich hab noch, weil ich am Anfang nur den... Ja, man muss nur einen. Ah, guck mal, jetzt kann man auch keinen... Ah, jetzt kommt bestimmt irgendwas, oder? Machen wir einen kleinen Ausflug. Ein kleiner Freude, die Frau. Seht her, was das für ihn hat sich widersetzt. Aber ich habe ihn gebrochen. Jetzt gehorcht er mir allein. Ja. Seht, du ich weiß, dass das ein riesiger Dummball ist. Ich finde nicht, dass es dumm ist. Ich nenne es mal dumm, ich würde das auch nicht ausspielen. Die Bildung im Arsch, ja. Oh, was geht jetzt mit dem? Hallo, aua! Ich bin tot. Wieso? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Was? 3 Minuten. Ich glaube, das können wir knicken. Jetzt kommt bestimmt wieder dieser Meteoritenbrocken. Davon dürfen wir auch nicht getroffen werden. Okay. Jetzt kommt wieder mit dem Meteoriten-Trocken. Oh ne. Kopflos. Ah. Warte. Ich hab schon wieder jetzt. Ja. Oh, wenn wir beide nicht getroffen. Ja, ich treffe mich aber noch drüber. Du hast ja den größeren Radius. Du hast ja kleiner, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Ich muss eh nochmal gucken wegen den Item. In der nächsten Folge. Okay, ich das. Hier schon mal hin. So, und. Und drauf. Ich glaube, ich kann 3 Minuten, wenn man vielleicht stärkere Waffen hat. Ja. Und die ganzen Abwehr. Aber so ist der Bosskampf eigentlich ganz gut. Ja. Ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so ein Spiel so welche Bosskämpfe hat. Also abwechslungsreicher als in so manchen anderen. Oh, jetzt ist er wieder ausgekohlt. Jetzt rollt er wahrscheinlich wieder. Oh, der rollt doch da. Boah, das ist ein Gegner. Oh, jetzt kommen ja auch noch die Dinger runter. Was mein ist, wird mir gehören, bis die Sonne. Oh, hat der super Spiel. Ja. Wow, überall kommen wir zusammen. Achso, da sind der Gegner. Komm. Muss ich da reinmachen? Nein.
Angst, da runterzufahren. Aber unbedingt erstmal einen Heiltrack bekommen. Hab ich nicht. Das ist Limit. Den müssen wir den Rost. Das haut gerade recht gut rein. Mhm. Du hast mal die MP wieder genommen. So, dann ist es doch nur nicht gewechselt. Ah, wir haben auch gerade den Bonus. Stimmt. Das ist noch nicht getroffen, ja. Komm schon. Fester Arm und... Ach, der reicht auch gerade. Einer reicht, ja. Komm! Ich weiß nicht, ob es so ein Hardcore-Modus, Schwermodus oder was gibt. Oh, der macht nur irgendwas. Ah! Oh, da ist es schon. Ja. Jetzt brauchst du einen. Ja. Oh, jetzt! Sehr schön. Und komm, jetzt haben wir ihn. Ja! Ey, ja. Mega Schrotflinte! Was ist besser als eine Schrotflinte? Eine Mega Schrotflinte! Wenn man nicht gerade eine Hyper Schrotflinte so hat. Ich glaube, da kommt erst noch Ultra. Hol dir mal jetzt. Ich fall scheiße jetzt runter. Oh, ich soll mich auch bewegen. Okay, dann. Aber man kann ja nicht runterkommen. Toll. Jetzt räumen wir ewig auf einem riesengroßen Scheiß auf. Und kommt der oben nicht mehr? Können wir jetzt auch irgendwo auf? Eigentlich. Jetzt können wir bestimmt hier so. Ja. Hey! Oh, hier geht's noch raus. Ja. Dann gehen wir jetzt noch raus. Und dann kommt noch eine Zwischensequenz. Eine Kanope. Ach so, eine Kanope. Ein Teil der natürlich. Von oh, ja, lecker. Diesen Stiefel ist ein Gefäß. Wir müssen das Gefäß zu dem Schrein bringen. Eine Silbermedaille. Trophäe. Wow, dafür, dass man einen Käfer schießt. ja. Isis Lara. Das sind Punkte oder so. So, ja, Punkt. Ach, wir haben. Und die Mega-Schrift. Ja, wir haben. Aber der Rest weniger als 5 Minuten. Ach, waren es nicht 3 Minuten 30? Ist ja auch 3 Minuten 30. Wir sind chill. Auf jeden Fall, wir haben eine Mega-Schrotflinte. Ja. Die ist voll mega. So. Ja, wir gucken uns noch den Raum an, genau. Kurz, ne? Ein bisschen hier Truhen abschrauben. Heilen. Ja, ich glaube, hier gibt es... Ist das einfach nur... Ah ja. Das ist so ein hier... Ja, dann können wir jetzt einfach noch einsammeln. Das können wir die Leute noch lassen. Das ist deine. Die große öffnen? Lassen ja. Sie mich helfen, Croft. Ich nehme die Entscheidung gerne ab. Außergewöhnlicher Ring gefunden. Aber ich denke, wie kommt man da oben hin? Ach, bestimmt mit deinem. Nicht hier so. Öffnen, das wäre doof. Wobei, nee, ich glaube nicht. Hier so, meinst du? Ja, ich glaube. So. Hier, warte, dann gehe ich direkt auf den anderen drauf. Aber ich will gar nicht die Truhen hier. Okay, das funktioniert nicht. Oh, das war aber knapp hier. So, wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch, boah, die kosten 500, das scheint hier gar nicht so schlecht zu sein, oder? Weiß ich nicht, mach mal auf. Komm, scheiß drauf. Ich bin mal so frei. Ungewöhnliches Amulett gefunden. Hm. Ach, das hat leider nicht geklappt. Ja, ich hab's auch vorhin versucht. Muss man von dem... Boah, das ist 1700, dann kannst du auf jeden Fall die nächste große öffnen. Ja, deswegen spar lieber auf große als auf diese kleinen. Oh. Nein! Gut, ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja. Warte, ich guck noch ganz kurz. Rüste ich erstmal die Mega-Schrotflinte aus. Ach, stimmt. Ach, und ich bin so Mega. Doof. Ich habe hier. Ach, die kann ich nicht wechseln. Die Magnums sind eigene Waffen. Ach so, ja, die wechseln sich dann. Ach, ich kann nicht. Kannst du? Ich habe gedacht, ich kann die gegen die Pistolen tauschen. Okay, nee, das hätte ich nicht. So, Ringe, was haben wir hier neu? Den da. Bronzering des Schutzes, Waffenschaden plus Verteidigung plus. Ja, geil. Feuerrate, Waffenschaden, Bombenradius minus, Fackelreichweite. Also der Ring, so. Da bin ich sehr positiv überrascht. Sonst habe ich hier nur Shit. Und Amulett habe ich noch eins. Energieschuss, Eisprojektile. Du hast doch Feuerprojektile und Streuschuss, ne? Ja. Dann kann ich das doch für uns nehmen, würde ich sagen. Ja. Gut für dich. Sehr gut. Okay, jetzt will ich noch einmal die Schrotflinte probieren. Oh ja. Die Mega-Schrotflinte. Oh. Oh, guck mal hier mit Maisschüssen. Ja, aber. Einfrieren. Geil. Ach ja, und die Magnum. Hören sich aber gut an. Hab ich überhaupt noch drin?
Nein, die verbrauchen gar nicht. Die verbrauchen nichts. Die gehen dann mal voll ab. Cool. Aber warum kann ich die dann nicht... Ach. Ne, das ist die Macklin. Ja. Ja. Jetzt ist das. Hier ist aber so ein, auf die Pistole. Hier ist auch ein Aufladeding. Ah, okay. Okay. Ja, dann verabschieden wir uns wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.